So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Chrono Trigger. Wir sind irgendwo im Nirgendwo, kann man sagen. Und sind jetzt in der. Wo waren wir jetzt? Weiß ich nicht, in der Ares-Kugel, ne? So, gucken wir, was wir hier haben. Ich hab keinen blassen Schimmer, was wir hier überhaupt machen, was von der Zeit wir hier, was hier überhaupt los ist. Es scheint hier wieder so ein. Was soll das hier sein? Weiß ich nicht. Hier sitzen wieder alle möglichen Leute. Hallo, wer seid ihr? Ja, ich bin ich. Und du bist wer? Alter Mann. Ja, woher seid ihr? Wir kommen von den Labors im Westen. Was? Ey, diese Leute hier haben sich durch die Ruinen geschlagen. Wirklich? Ist das ein Scherz? Also gibt es Menschen, die diese Mutanten besiegen können? Ja, natürlich. Papa bringt uns was zu essen. Aha. Ja, und nun? Verzeiht, ich bin Droa, Nachfahre des Direktors dieses Infozentrum. Im Keller ist ein Großrechner und eine Lagerhalle mit Nahrung. Aber wir kommen nicht bis... Was? Nicht bis dahin durch, wegen der Wächterroboter. Es ist schlimm. Alles klar, ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Mhm. Hallo. Auf die Kontinenten Süden kommt man durch die Kanalisation, aber haltet euch vom Todesgipfel fern. Aha. Erstmal so ein, das ist so dieses Heilgerät, ne? In Enatron, genau. Enatron. Ja, da bin ich an Secret of Evermore, da waren wir auch in so einem komischen Elektrogerät drin. Aber der Hunger bleibt. Ah, Gott. Die Tür mit dem Emblem nicht einmal mit Dynamit geht's hier auf. Was für ein Emblem. Wir gehen jetzt mal zu diesem Speicherpunkt hier und sagen: Speichern. 59, 48. Nee, wer das hier? Bing, bing. Jenseits der Ruinen. Endlich konnten wir mal wieder speichern. So, die Frage ist: Wo geht's? Ach ne, da geht's dann, da unten, ich seh's ja schon, aus dem Weg, aus dem Weg, nö, da lang. Nee, nicht? Geht ihr nach unten? Na sicher. Aber niemand ist jemand wieder hochgekommen. Ja, aber wir sind auch nicht niemand, ne? Wir versuchen's eben. Wie schön, solche bärtige junge Menschen wie euch zu sehen. Seid vorsichtig und kommt leben zurück. Hatte ich vor, mein Guter, hatte ich vor. So, dann schauen wir mal. Ist das hier direkt? Das Pult steuert den Durchgang. Wir brauchen ein Passwort dazu. Das Pult steuert, wir brauchen ein Passwort dazu. Zweimal Passwort, okay. Haben wir nicht, also weiter. Hm. Oh, das ist ja schon wieder hier. Oh Gott. Ich muss jetzt... Boah, das ist schon wieder irgendwie Augenkrebs, habe ich das Gefühl. Ach du Schande, wo müssen wir denn hier lang? Das ist so ein doofes Rattenviech. Wir unten kommen wir hier lang? Ne, zur Seite kommen wir gar nicht mehr, ne? Was willst du? Scheint eine Statue zu sein. Ein Zettel hängt dran. Warnung. Wer sich in der Nähe des Lagers auch wird angegriffen. Ja, mein Gott, ey. Was soll ich denn machen, ey? Ich kann sie mir nicht aussuchen. Das ist der einzige Weg hier, du Nase. So. Oh. Oh, und? Oh, solange nichts passiert. Oh! Boss! Programm wird ausgeführt. Was ist hier los? Lilly, Achtung! Boss! Okay! Oh nö! Wir greifen mal das Bit zuerst an. 25 ist schon wieder nicht gerade wenig. Boah, und direkt nochmal angriffen. Katsching! Crit! Kaputt, 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 kaputt! Scheiße, nicht kaputt. Angriff! Tech! Nehmen wir das hier, das ist so ein Doppelding. Bam, sehr schön. Was? Gegenangriff. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, was habe ich getan? Eieieiei. Katsching. Wow, von da hinten hat er getroffen. So, Tech, Aura. So, auf sie. Boah, der zieht aber auch ab, ey. Also sie kann erstmal heilen, das ist das Wichtigste. Bling, 9. Angriff. Angriff. Boom. Kaputt. Nicht kaputt. Scheiße. Doof. Ew. Passiert, ne? So. Sie darf nur heilen am besten. Ich glaube, dann das ist das Beste, wenn sie das macht. Angriff. Bing. Yay, 80. Kaching. Kaputt. Ja, geht doch. Jetzt ist er. Komm, machen wir mal so eine Kombi. Feuerwirbel. Mal schauen, ob das was abzieht. Und... Wenn das nichts abzieht, ist scheiße. Dann haben wir nämlich zwei Züge. Ja. Ich hab's mir gedacht. Haben wir zwei Züge verbraten. Vier? Was ist denn jetzt los?
Kaching, 42. Gut, der kontert offenbar nicht. 3. Oh Gott, das gefällt mir schon wieder nicht. Das gefällt mir schon wieder nicht. Angriff, boom. 2. Oh nein, oh nein. Ich sehe schon, komm. Irgendwas Schlimmes. Der haut bestimmt einen um oder sowas. 1. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt bei rumkommt. 0. Und? Ach so, die Teile belebt er wieder. Ja gut, wenn das alles ist. Aber jetzt mit Schlimmerem gerechnet, mit irgendeiner Killer-Attacke oder was. Boom. Auf den Sack. Er lebt natürlich noch, ich hab's mir gedacht. Boom. Ching. Gut, sehr schön. Also ich schalte erstmal auf jeden Fall die aus. Das hat schon seinen Grund, warum man die immer wiederholt. Dieses, nicht, dass sie irgendwie... Diese Amplifier, genau. Hm? Weil die, glaube ich, mal die Angriffe ausführen, so wie es aussieht. Ich glaube, der Große kann so an sich gar nichts. Ew. Ja und? Was willst du machen, Pussy? Ich sag, kann er nicht so viel. Also wenn ich jetzt mich konzentriert halte, dann kriege ich den auch down. Boom. Boom. Auf den Sack, auf den Sack, auf den Sack. Boom, boom, boom. 5, ja klar, jetzt greift er dann jetzt... Aber jetzt habe ich immer eine Zeit anzugreifen in aller Ruhe. Boom. Kommt so ein Crit, wäre mal richtig knorke. Ja, nee, wir sind erst bei 4, wir haben noch Zeit. Boom. Komm, schneller, 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 schneller. Warum ist eigentlich Bitter unten noch angezeigt? Der ist eigentlich kaputt. Das ist bestimmt wieder so ein Bug von der Robben oder so, hab ich das Gefühl. Jawohl, ein Crit. Sehr geil. Geht, es ist relativ chillig eigentlich, der Kampf, muss man sagen. 1. So, sie kann schon mal heilen. Das ist wichtig. 0. Tech, Aura. Auf sich machen wir mal. Greifen wir den bitte vorne mal zuerst an. So, die ist schon mal geheilt. Ach, das sind nur 40 gewesen. Also auf den. Ching. Und. Oh, jetzt macht er. Ach ja, okay, das ist. Ja, die kann. Die waren nur 25, die war nicht so schlimm. So. Der ist kaputt. Dann greifen wir den als nächstes an. Kaching. Ja, doch, das ist aber alles sehr angenehm. So, Luca wird jetzt. Ja, doch, ich würde sagen, die wird geheilt. Kaboom. Technik, Aura auf sie. Ja, jetzt muss auch. Jetzt auf jeden Fall. Jetzt sind wir nur noch 48. Eine starke Attacke und die ist ausgenockt. Bidium. Lebt immer noch. 6 Feet. Jetzt aber. Ja. Gut, so. Jetzt wieder Vollgas Angriff auf diesen doofen Roboter. 84er Crit, das ist gut. Crits sind immer gut, das ist so. Können wir nie genug von haben. Zusammenbruch. Oh, das sieht doch gut aus. Der sieht doch gut aus, ja. Sehr schön. Scheint ein Sieg geworden zu sein. Also dafür, dass ich nicht trainiere, muss ich persönlich sagen, der bisher einfachste Boss der ersten 3. Und Erfahrungspunkt. 1000 Gold. Luca wird aufgestuft. Lili wird aufgestuft. Geil. Sehr schön. Sehr zufrieden. Da liegt so ein alter Mann. Puh, da stinkt's. Ja, warum wohl? Alles ist total vergammelt. Das Kühlaggregat muss ausgefallen sein. Schau. Der ist vor langer Zeit gestorben, denke ich. Etwas in der Hand. Was könnte es sein? Bestimmt das Passwort. Bestimmt das Passwort. Ach ne, wie ein Samenkorn. Samen, aber gibt es Pflanzen gedeihen können? Weiß ich nicht. Jedenfalls nehmen wir erstmal hier die Kiste mit. Können wir nochmal an. Sie kennt das Geheimnis dieser Kuppel. Fangt sie. Aha. Okay. Aber wenn er das sagt, da müssen wir jetzt offenbar die Ratte fangen. Da ist sie. Nicht, dass sie hier kann. Wenn wir nach B-Knopf und A fangen. So, alles klar. Dann müssen wir jetzt mal diese doofe Ratte also fangen. Kreisch, kreisch, kreisch. Ja, ja, ja. Bin ich eigentlich schneller als die Ratte? Nee, ne? Was ist das doofe Viech denn? Müsste ja dann jetzt hier sein, ne? Oh, nicht? Hm, hab ich... Erstmal heilen, erstmal heilen. Das ist das Wichtigste, würde ich sagen. Und nochmal schön speichern.
falls irgendwas passiert, dass wir... Ja, es interessiert mich, dass der Hunger bleibt. So, Bitting. Jenseits der Ruinen gespeichert. So, gehen wir nochmal rein. Irgendwie müssen wir das denn jetzt wohl anders machen. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen müssen. Da müssen wir mal schauen. Da ist das Viech wieder. Ob ich die krieg, ey? Ob ich die krieg? Boah, das wird bockeng. Ja, jetzt habe ich sie. Doch. Quiek, ich gebe auf. Ich sag euch alles. Haltet die... LR drückt und drückt den A-Knopf. Hä? Ja, was für ein Geheimgang. Wo soll der sein? Keine Ahnung. Ist das das hier? Ne. Oh ja, für das Passwort. Hm. Macht. Gehen wir mal hier lang. Wobei der hier in der Mitte sieht interessant aus. Hallo? Das ist ein Gegner nur, ja toll. Ah, ich dachte, das ist irgendwas. Was? Oh cool, der macht die Ratte direkt kaputt. Das ist natürlich Knorke. Angriff bewegte Objekte. Boom, ja. Oh mein Gott. Du bist so gefährlich. So, gewonnen. Das ist ja so easy. Geht das. Ich dachte jetzt, das wäre was Wichtiges. Ey. Hätte ich ihn auch auslassen können. Quiek! Ich meine, klauen die uns jetzt nichts mehr. Dieses Feuer war ja ein Crit, den ich jetzt nicht brauche. Sehr schön nochmal aufgestuft. Das ist gut. Mit Ruhe. Giftmiese Truhe. Danke. Er ist ein Medium. Dann haben wir so einen Krabbler. Irgendwie eine sehr merkwürdige Welt. Ich weiß auch nicht genau, was ich überhaupt machen soll, ey. Dann kommen wir her. Feigling. Angriff. Auf den Sack kriegst du jetzt hier, Freundchen. Boom. Tot. Ja, Crit. Geil. Was? Oh nein, so manche Gegner, ne? Die sind echt... Fällt mir nichts mehr so ein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 52 Erfahrungspunkte, gut. Weiter geht's. Nehmen wir den auch noch mit. Angriff. Ach, den da unten auch noch direkt, oder? Ja. Boom. Lebt noch, scheiße. Ritt. Wie der aussieht, der fliegt auf mich zu, rammt mich und fliegt zurück. Was ist denn das für ein Angriff, ey? Ja, Crit toll, den ich jetzt nicht brauche, Mann. Blum. Und boom, gewonnen. Sehr schön wieder. Ach, Zeitraus Erfahrungspunkte. Weiß gar nicht, ob es sich überhaupt. Ob es überhaupt. Hä? Ach, naja, klar. Ob es sich überhaupt. Ob es überhaupt lohnt, hier in dem Spiel richtig zu trainieren, weil bisher, wie gesagt, musste ich es nicht. Und bisher kam ich ja überraschend gut durch. Was bist du denn? Du bist wie Angriff. Rotor 2. 128. Okay, 21. Nicht so der Kracher. Angriff, boom. Das war's. Ja, geil. 22 Erfahrungspunkte im Tonic. Dann müssen wir wieder gucken, wo müssen wir lang. Wir haben mehrere Wege hier. Ah, oh, man kann sich... Nein. Ich hab's gesehen. Die Glibberschleime. Die lasse ich direkt aus. Ich hasse sie, ich hasse sie. Eine Ratte. Da brummt es irgendwo. Da ist wieder so ein Proto, den nehmen wir mit. Komm, auf den Sack. Boom. Ah, kein Kommen. Jetzt hätte man einen Crit machen können, ey. Was war das denn? War das ein Sprite-Fehler oder sah das nur so komisch aus? Weiß ich ja nicht. Boom, gewonnen. So. Immer noch keine Herausforderung uns. Das Würstchen. So, wenn er... Wie groß ist der Raum hier, ey? Der brummt es wieder. Quiek! Ups, wollte ich gar nicht, scheiße. Oh, jetzt nehmen wir aber viel mit hier, ey. Und das bewegte Objekt, boom! Machen wir mal so, so. Der dürfte jetzt mit einem One-Hit kaputt sein. Ja, aber die Ratte auch. Das sieht nicht... Das gibt's gar nicht. Ich dachte, das Viech hätte überlebt.
Ach, hätte überlebt, hätte ich kaputt gekriegt, gibt's gar nicht. So, jetzt aber. Doofes Kackvieh, du, ey. So. Bumm. Die Schattenviecher da unten, das sieht jetzt aus Prinzip aus wie ein Scheiß. Mag ich nicht. So, gesiegt. Ja, gesiegt. Fortkotze wieder, fürchterlich. So. Ach, dieses Brummen, ey. 40 Tonics. Blong, blong, blong. Fertig. So. Geil. Ah, was haben wir da? Da unten haben wir ein Proto. Da brummt es schon wieder wie Hacke. Da haben wir eine Tür und so ein Ding. Okay. Hm. Nehmen wir erstmal den hier mit. So, boom. Zack. Na, komm, mach mal kaputt. Mach kaputt. Puff. Erstmal voll über den Haufen gefahren. Oh nein, ey, die kommen auf Ideen, ne? Ich glaube, wir können auch, glaube ich, auch maximal nur zu dritt sein, ne? Oder kriegen wir eigentlich noch ein viertes Mitglied? Ne, das sind bei drei maximal. Das sind dann wohl meine drei, die ich dann auch zum Schluss behalten werde. Das ist wieder mal aufgewemst. Katsching. Boom. Crit kaputt. Geil. Boom. Yay. 50G. Tonic. Danke. So, gucken wir mal. Klick. Katsching. Ach, das ist das wieder, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann gehen wir da oben durch die Tür. Ja. Ich vergesse halt immer wieder, dass wir diese Türen oder beziehungsweise Truhen oder was das noch alles ist, nicht öffnen können. Einer mit dir. Aha. Also das Infozentrum. Ist nur ein Tag, die Suchfunktion finden wir vielleicht ein anderes Tor. Wir reisen durch die Zeit und wissen nicht mal wirklich warum, wieso, weshalb und so. Das ist vielleicht der Ares-Kuppel. Da unten. Da oben. Ach du Scheiße, das war... Da in dem Turm, nee. Ah, boah, wie weit geht das denn? Da. Okay. Protokuppel sein. Oh Gott, bestimmt gefährlich jetzt. Bestimmt irgendwas Gefährliches, weil die dumme Blumme das gemacht hat. Was? Eine visuelle Aufzeichnung vom Tag des Lavos. Ach, das sieht doch schick ja aus. Oh. Das ist bestimmt so ein Erdbeben mit Krater. Ich hab's mir irgendwie gedacht, dass ein Krater hier rauskommt. Aha. Was das denn für ein Vieh? Boah, weil der Bildschirm so vibriert, erkenne ich das irgendwie nur schlecht. Ach du Scheiße. Alles klar, dann wissen wir also, dass dieser Herr Lavos dafür verantwortlich ist, was der hier gemacht hat, ne? Boah, oh, Bild flackern. Oh, Rauschen, Rauschen in den Ohren. Böse, warte, Rauschen weg. Was ist das? Das ist bestimmt Lavos. Lavos, unsere Welt hat er sie zerstört. Wir müssen wirklich in der Zukunft sein. Oh nein, wie die aussieht. So. So kann unsere Welt nicht enden. Was haben wir Zeit? Das kriegen wir doch eh nicht mit, ey. Michi. Da gibt's nur eins. Wir müssen die Geschichte verändern. Genau wie Michi, als er mich gerettet hat. Ach du Scheiß. Okay, Luca. Okay, mal so eben jetzt. Nur mal eben die Geschichte verändern, ne? Du kommst auf Ideen. Ich denke mal. Es war ein Glück, dass wir durch dieses Tor hergesandt wurden. Gehen wir. Okay. Zusammen schaffen wir das. Aber lass uns noch genau über Lavos Aktivitäten und Epoche nachforschen. Auf zur Protokuppel. Okay. Gut, ja gut, dann würde ich sagen... Oh, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ah, jetzt will er mir das nochmal zeigen. Ich würde mal sagen, damit ist der Part von Chrono Trigger beendet. Interessant, interessant, was dieser Lavos da und... Oh ja, genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht es gut und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part von Chrono Trigger wieder mit dabei. Macht's gut und ciao, ciao!